Ihr seid. Mann, ey, das wirkt wirklich so Kommerz, aber es ist halt wirklich nicht Kommerz. So, wenn den Song 90.000 Leute kaufen, dann könnt ihr das sagen, weil ich dann weiß, damit habe ich 9.000 Euro gemacht. So, das wäre krass. 3.000 Euro ist auch eine Menge Geld. Natürlich. Kann man nichts sagen. Also, ich meckere da auch nicht rum. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass ich so ein bisschen das Verhältnis zum. Also, ich bin nicht überreich, aber ich denke, dass ich auf jeden Fall mehr als der Standard mit YouTube verdiene. Und ich habe sehr das Verhältnis zum Geld verloren, glaube ich. Obwohl ich halt mein ganzes Leben lang immer nur arm gelebt habe. So, meine Mutter hat immer ein komisches Verhältnis zum Geld gehabt, hatte ich das Gefühl irgendwie. Gut, die hat auch geraucht und das ist dann halt schwer. So, dann hatten wir immer kein Geld, dann haben wir voll lange Nudeln gegessen und halt. Ja, aber sie hat es trotzdem irgendwie geschafft. So, das war schon nicht schlecht, aber trotzdem haben wir einfach immer in komplett armen Verhältnissen gelebt. Und auf einmal, ich konnte mir nie irgendwas leisten oder something like this. Und auf einmal sitze ich hier, verdiene mit YouTube mein Geld und kann mir endlich von dem PC holen, beziehungsweise die drei Monitore, die ich immer haben wollte. Und das ist so krass und das ist so. Und dann vergisst man das so schnell. Und dann auf einmal sind 300 Euro. Hier für diese scheiß Jacke habe ich 140 Euro ausgegeben. So 140 Euro hatte ich nicht im Monat übrig zum Ausgeben. Und jetzt mache ich es einfach. Und ich finde das schade, dass ich so irgendwie so die Relation dazu verloren habe, so weil ich so viel Geld spare. Also ich spare auch Geld, natürlich. Es bleibt auch Geld übrig, aber trotzdem. Rufe ja komplett dämlich. Wie viel Cash steht hier im Monat zur Verfügung? So, erstmal habe ich Geld auf dem Konto, so das ist. Es kommt halt immer drauf an, so. So in CPM, Real Talk, so in CPM-starken Monaten, jetzt in diesem Monat mache ich alleine mit den Werbeeinnahmen sind das über 10.000 Euro. Das ist so. Gut, es kommt dazu, der Song hatte noch eine extrem gute CPM. Mit dem Song habe ich 3.000 oder 4.000 Euro nur an Werbeeinnahmen gemacht. Oder? Warte mal. Also meine CPM ist normalerweise wirklich weit unten und alle denken so, ja, Tanzbo, du machst bestimmt 20.000 Euro mit Werbeeinnahmen. Alter, der Song hat gerade 2 Millionen Aufrufe erreicht. Shit, Alter, was ist das? Alter Schwede, 2 Millionen Aufrufe auf dem. Also ich will sagen, ich bin jetzt so knapp über 10.000 Euro an Werbeeinnahmen. Aber es sind ja nicht 10 Euro, 10.000 Euro, die ich behalten kann. So, dann habe ich einen ziemlich hohen Steuersatz, dann halbiert sich das fast, dann habe ich noch Management und dann, ja. Also ihr braucht jetzt nicht denken, dass ich 10.000 Euro für mich habe. Das wäre krass. So, dann würde ich mir, ja. Also 10.000 Euro hört sich an sich krass an. Aber es ist, am Ende, was übrig bleibt, ist natürlich nicht viel. Also natürlich ist es immer noch über den Standard, wie ich halt schon gesagt habe. Aber es ist halt, die reine Zahl an sich ist natürlich schon besser. Und da würde ich halt lieber. Da würde ich das lieber so machen wie andere YouTuber. Es gibt ja, ihr glaubt nicht, wie viele YouTuber, die auch größer sind als ich, einfach keine Steuern zahlen. So, die schieben sich das AdSense-Geld einfach immer schön auf ihr Privatkonto und das juckt die nicht. Die geben es einfach aus und irgendwann werden sie halt gefickt. So nach ein, zwei Jahren. Keine Ahnung, ich setze mich damit nicht auseinander. Gott sei Dank habe ich dafür meinen Hintergrund. Beziehungsweise Steuerberater, was something like this. Mit Scheiße, die sowieso keine Sau versteht, wenn die einen voll labern. Geht man da hin für eine Sitzung? Oder irgendwas, wenn ihr irgendwelche Erleichterungen erklären wollt, ne? Was laberst du? Mach doch einfach und quatsch mich nicht voll. So in der Zeit hätte ich 28 Videos machen können. Da hat gerade was geknackt. Ich werde paranoid. Was schenkst du deiner Familie? Also ich habe ein Geschenk, was ich vergebe, aber sonst verschenke ich tatsächlich gar nicht viel. Mit 10.000 Euro könnte ich meine Schulden bezahlen und abhauen aus diesem Land. Warte mal, du bezahlst erst deine Schulden und dann haust du aus dem Land ab. Wäre das nicht intelligenter, denn deine Schulden nicht zu bezahlen und einfach abzuhauen? Also wenn du eh abhaust, so. Hinterzieh doch deine Steuern auch, hä? Das habe ich am Anfang kurz gemacht, aber das war ja nicht weiter relevant gewesen, so weil das halt auch nur eine kurze Zeit war. So, und dann hat sich das ja alles im Hintergrund professionalisiert. Die Scheiße ist, jedes Mal, wenn man eine Spende bekommt, jedes Mal, wenn man, keine Ahnung, jedes Mal, wenn man YouTube-Einnahmen oder sowas bekommt und das dann ausgibt, dann hat man immer im Hintergrund, ey Digga,
Das dürftest du eigentlich gar nicht machen, weil das schon Geld ist, an das du gar nicht mehr ran dürftest. So, und das fickt einen irgendwann, dieses Gefühl. Und wenn man sich dann auch, so, wenn man sich dann auch noch damit auseinandersetzt, was passieren kann, so. Du kannst ein Kind ficken, interessiert verhältnismäßig keine Sau in Deutschland. Hinterziehst du Steuern, bam, Headshot, Alter. Wenn es die Todesstrafe hier geben würde, würde man dir 6 Kugeln verpassen. Ich find's nicht schön. Ich find's nicht schön. Aber es hat auch seine Vorteile. Man hat zwar hohe Ausgaben, aber ey, ich kann hier um 2:24 Uhr sitzen und muss mir nicht Sorgen machen, dass ich um 6 Uhr auf die Arbeit muss. Das ist es. Hast du abgenommen? Nein, ich wiege. Das weiß ich nicht. Ich habe hier keine Waage. Das letzte Mal, wo ich auf einer Waage stand, habe ich 116 gewogen. 100, 115, 116, 117. Das schwankt doch immer so. Stimmt die Angabe 1 Million Klicks gleich im Regel, also bei mir im Regelfall schon. So, jetzt im Dezember ist es halt deutlich, deutlich höher. Also weil die Kaufkraft auch viel höher ist. So, da bezahlen die Firmen auch mehr Geld, weil sie wissen, dass sie potenziell halt mehr Käufer bekommen, dadurch, dass es halt kurz vor Weihnachten steht. Und dann regelt sich das irgendwann Januar wieder. Ich glaube, Januar ist sogar ein richtig schlechter Monat, soweit ich die Erfahrung habe, weil da die ganzen Firmen wechseln. Also da laufen die ganzen Werbeverträge aus und dann hat man kaum Werbung vor seinen Videos. Also ist es so plus minus null. So, Dezember macht man dann mehr, aber dafür Januar weniger. Das ist ganz komisch. Oder war das Februar gewesen? Ich weiß es nicht genau.